Ja. Hallo, guten Abend. Wir sind im Chanukka. Ja, also ich identifiziere, dass die Würme begeistert nicht so. Nicht die große Liebe. Das habe ich erfülle von euch. Also wir sind im Chanukka Nummer 2. Jetzt, ich wollte ein bisschen erweitern über die Makkabim-Buch und wieso wir uns als Juden im Vertrauen nicht. Okay? Also muss man ehrlich zu sagen, wir haben sehr wenige Quellen über die Chanukka, das habe ich schon geredet, letztes Mal. Und es ist ein großer Paradox, dass genau die Buch, die spricht über die Chanukka, Chashmonaim-Buch oder Makkabim-Buch, es ist die gleiche, ja? Nur Synonymen, ja? Das heißt, Makkabi, es ist ein Spitzname von dieser Familie und Chashmonaim, das könnten wir uns heutzutage sagen, das ist Nachname. Natürlich dann in damaligen Zeiten, das war keine Nachnamen, das war jemand, Sohn der jemand, ja, und das war's, ja. Aber doch die Aristokratie und sie waren Kohanim, ja, die Priester im zweiten Tempel, sogar nach einigen Meinungen, dass diese Matityahu, der Steinvater von der Familie, gibt die Meinung, er war der Kohen Gadol, der Hohepriester. Es spielt keine Rolle, aber es ist nichts. Also sie, diese Familie, doch trugen die quasi Familiennachname Chashmon. Gibt es ein Buch, der heißt Makkabim oder Chashmonaim Buch. Und jetzt ist es in die Klammern, aber es kann sein, riesige Klammern, die nehmen von uns Halbunterricht oder sogar die ganze diesen Unterricht. Wir müssen reden über den Unterschied zwischen den jüdischen Heiligen Schriften und christlichen Heiligen Schriften. Und natürlich, ich meine nicht die Neue Testament sozusagen, ja, sondern wir reden über die quasi Alte Testament. Okay, erstens, natürlich die Bezeichnungen Neue und der Alte, es ist klar christliche, ja. Es ist der ideologische Begriff, der wollte sagen, die Gott hat die Juden verlassen und hat die neue Israel zu sich, ja, umarmen, sozusagen. Und die neue Israel, das ist die christliche Kirche nach der Doktrine. Also wir natürlich ablehnen und akzeptieren nicht die Juden, die ganze historische Zeit und Geschichte. Wir sagten, dass immer es ist Blödsinn, gibt es ein Altes Testament, diese Testament, diese Bund zwischen Gott und den Juden existiert doch. Und sehen Sie ein Wunder, die katholische Kirche das doch nach fast 2000 Jahren doch akzeptieren. Und in Mitte 60er, es war jetzt 50 Jahre, das heißt 2020 minus 50. Oder es war 60. Also gibt es eine sehr, sehr berühmte Deklaration vom Vatikan. Mhm. 1960. Ich denke, es war 1960 Jahre. Also das Konzil war 1964. Ja, hat ja, angefangen. Die Konzil, das ist richtig. Aber Konzil, das war die Ende der Arbeit. Die Konzil, es ist eine Stempelsiegel sozusagen von der Doktrine, die wurde entwickelt. Mhm. Ja? Und die Doktrine wurde erst einmal ausgesprochen, mhm, wie ich verstehe, die katholischen, ja, Dokumente am 1960er. Das heißt, diese Doktrine, wir hatten feiern sogar die Juden, die Christen, die katholische Kirche zusammen. Letztes Jahr, es heißt Alte Atheter, einen Augenblick. Ich habe sogar eine Arbeit geschrieben. Dafür eine Sekunde. Eine Sekunde. Äh.
Ja. Die Historic Declaration between Jerusalem und Rom. Ein Moment. Ein Moment. Gibt's. Ja. Aha, aha. Okay, das hat meine Kollegin geschrieben. Das heißt. Eine Sekunde. Ja, eine Sekunde. 70 Jahre. Oh, the Second Vatican Council, der zweite Vatikanische Konzil. Ja, es war. Sie haben recht, Eva. Jahre. Es ist nicht das Konzil, das ein oder drei Tage. Es ist offiziell gedauert, ich denke, 4 Jahre, etwa so. Ungefähr. Eine Sekunde, Augenblick. Ich habe das die Namen. Oh, 50 Jahre Nostra Aetate. Kennen Sie? Ja, Nostra Aetate. Also, dass diese Direktion am Ende des Tages auf Lateinisch heißt Nostra Aetate. Ja, also, und am 2017, das war 50 Jahre nach unserer Rechnung. Das heißt, das wurde vom 1967 publiziert und veröffentlicht. Was ist die Wichtigste in diesen Dingen? Dass diese Deklaration hat erklärt eindeutig, dass die Bund zwischen Juden und Gott nicht veraltet sich. Er doch existiert. Er doch gilt und funktioniert. Oh, Gott sei Dank. Ende gut, alles gut. Also, und das, die Konsequenz ist, dass die Juden brauchen kein Christentum. Im anderen Wort. Ja? Die Christen, sie doch müssen sich erlösen. Diesen anderen Weg. Geistlich, physisch, beides. Juden erlösen sich beim Bund der Mose, der Tora. Ja? Und das ist genau, was die Juden hatten behauptet, die ganze Geschichte. Also es ist kein Altes Testament, es ist ganz moderne und aktuelle, normale, alltägige Testament. Also deswegen natürlich, die Juden hatten nie akzeptieren, dass diese katholische Konzept, die Neues Israel, dass die katholische Kirche ist Neues Israel und so weiter und so fort. Ja, also gibt es eine alte Israel, die jüdische Volk, die tatsächliche Leute, eine Bevölkerung, eine physisch, ethnische, existierende Kollektiv. Und nicht die geistliche Geschichten und Märchen. Okay. Und dann natürlich, die Juden hatten abgelernt, dieses Neue Testament, mit Evangelion und so weiter. Das steht nicht in die Frage. Das ist klar. Interessante Dinge aber, dass die. Moment. Also. Interessante Dinge, dass auch die jüdische Tanach, ja, sogenannte Heilige Schriften, haben viele verschiedene Versionen in christlichen Kirchen. Mhm. Das heißt, in jeder Kirche gibt es seine eigene Alte Testament. Kennen Sie das faktisch überhaupt? Ich kenne zwei Versionen. Einmal der protestantische Teil, die sich halt auf den masoretischen Text stützen möchte, was er nicht wirklich tut. Und dann der katholische bzw. der orthodoxe Teil, die auf die Septuaginta zu gehen, die Sammlung der Septuaginta. Die zwei kenne ich. Sehr schön. Also in anderen Worten, die Katholiken, die Protestanten, die pravoslawische, russisch-orthodoxe Kirche und so weiter und so fern, jede hat seine eigene und unterschiedliche Alte Testament. Das ist die klare Konsequenz.
Ja? Also jede christliche Glaubensgemeinschaft ist nicht dann verstanden mit anderen. Nicht über diese oder theologische Themen, natürlich auch. Aber auf erstens über die Quellen. Wie viel und welche Quellen, ja, hat die originelle sogenannte jüdische Bibel. Mhm. Gut. Und deswegen, ich gehe natürlich zu diesem Makkabim-Buch. Ja, dieses Makkabim-Buch heißt nicht kanonische Buch. Mhm. Kennen Sie das, den Begriff? Ja. Bald, ja. Also deswegen muss man auf erster Linie verstehen, was ist die jüdische Heilige Schriften und was steht in der Frage zwischen anderen Listen, sozusagen. Okay, dann gehen wir zum jüdischen Tanach. Ein Augenblick, ja, genau. Also, die jüdische Heilige Schrift danach enthielt 24 Bücher. Das ist sehr, sehr bekannt, sehr wichtig. Wir schauen uns, wie gesagt, dass an jeder Kirche, das ist eine andere Zahl. Ganz anderes. Nicht plus minus eins, plus minus vier. Viel. Also, die jüdische Tanach, nach der jüdischen Zählung, hat die Bücher. Wir lesen die Namen von alles. Erstens, die Torah, nicht eins. Schön. Nach dieser Zählung, 24, die erste fünf, es ist Bereshit, Vayikshmot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, ja, Genesis, ja, was Exodus, Leviticus, was weiter, wie heißt das, der vierte Buch auf Lateinisch? Numeri und Deuteronomium. Numeri und Deuteronomium, ja. Also diese fünf, ich erkläre, warum es ist fünf Bücher. Wir kennen uns natürlich den Namen fünf Bücher Mose. Es ist eine Übersetzung vom Hebräisch Chumash. Chumash ist fünf. Chamesh, ja, fünf. Aber, Sie können mir sagen, es ist natürlich ein und einzelne Buch. Warum fünf? Wenn Sie gehen zum die Torah-Rolle, ja, das Original, der im Heiligen Schrank im Synagoge steht, oder liegt, manche steht, ja, soll stehen. Ja. Dort ist es klarer Unterschied und Abstand zwischen diesen fünf Büchern. Also sieht man in den Augen, so, ja, also es ist fünf Bücher, die vereinigen sich auf einem Pergament. Warum? In alten Zeiten, jedes Torah-Buch war seine eigene Rolle. Mhm. Diese wurden fünf Bücher für verschiedene Rollen. Dementsprechend kleinere wie unsere Torah. Ja. Und wir kennen die Geschichte vom zweiten Königebuch, dass der letzte Buch vom Torah, Deuteronomium, wurde verliehen. Die letzte Geschichte? Nein. Okay, dann ich erzähle kurz. Es war ein sehr böse jüdische König, der heißt Menashe. Menashe war der Enkelsohn von Prophet Ishayahu. Er war Bösewicht, Rasha. Er war nicht Atheist, er war Götzediener. Ja? Leidenschaftliche Götzediener. Das heißt nicht ein Opportunist, der hat politische Bündnis mit Assyrien oder Babylonien oder Persien oder Ägypten geschlossen. Es ist mehr. Er war ehrliche und gläubige Götzediener. Oh, wunderschön, Katastrophe.
Und dann, nach seinem Glauben, er hat den Tempel in Jerusalem, der erste Tempel, Tempel des Königs Salomo, geschlossen. Mhm. Die alle Juden vertreiben und hat viel, viel Blut, ja, viele, viele Leute getötet und gemordet und so weiter. Also eine alte jüdische Opa Lenin sozusagen. Und die Kohanim, die Priester im Tempel, sie wurden so gefürchtet über die Zukunft, dass sie haben eine Kopie von Deuteronomium-Buch in den Tempel, in den Hof von dem Tempel, unter die Fliesen gelassen und begraben sozusagen. Ja? Mhm. Natürlich für zukünftige Generationen. Und seine Arbeit zum in Gunst zum Gottesdienst und gegen sein eigenes Judentum, er war so erfolgt, dass die Juden echt haben dieses fünfte Buch der Tradition verlieren. Das hat jüdische Bücher was festgenommen. Wie macht das heute Polizei, ja? Ja. Also danach, die katholische Kirche hatte die gleich geschafft. Die katholische Kirche hat gegen die Talmud gekämpft. Etwas anderes. Das Prinzip war die gleich. Die Flaggnamen, ja? Arrestieren und abnehmen die existierenden Bücherkopien. Muss man erinnern, natürlich, das war keine Druckerei dann, keine Gutenberg. Gutenberg ist noch nicht auf Horizont. Also, die alle Bücher, die natürlich wurden handgemacht, handgeschrieben. Sie waren wenige Kapazitäten, ja? Nicht heute ausdrucken, 1 Million Kopien, kein Problem. Ja? Also, und nur Generation später, eine Generation später, in der Zeit des König Joschiau, dieses Buch, das fünfte Buch der Deuteronomium, wurde wieder entdeckt. Beim anderen Kohanim, genau auf diesem Tempelhof, wo es wurde begraben, unter der Fliese. Ja? Und das war eine riesige, sozusagen geistliche Beben, weil Juden hatten echt verlieren, 5 von Torah. Dieser König Menashe war 40 oder 50 Jahre im also über eine Generation, fast 2 Generationen. Die Leute haben schon vergessen, dass die Torah ist 5 Bücher und nicht 4. Ja? Also das, diese Geschichte lesen Sie im 2. Königebuch. Wie im Jeschiau König wurde 5 vom Torah wieder entdeckt. Als eine Lehre von dieser Geschichte und um Ziel, um nicht zu verlieren, auch in Zukunft, keine Torah-Buch und so weiter, wurde entschieden, die alle Torah-Rollen, 5 Torah-Rollen, auf eine Rolle einschreiben. Verstehen Sie? Das ist die Lehre. Immer lernen und probieren, vermeiden, was früher war. Ja? Also das, was haben wir heute? 5 Rollen zusammen, es ist eine relativ spätere historische Entwicklung. Und früher, das waren 5 Rollen. Und echt, wenn Sie gehen zum verschiedenen Synagogen, gibt es viele ausgedruckte Bücher, nur Schmott, nur Bereshit, nur Vayikra. Das ist klassisch. Das ist ein Buch, eine 5. Das ist eine klassische Form von Torah Bücher. Also, was ich erkläre, dass die Torah für uns, als unsere Wahrnehmung heute, das ist ein Buch, ja, aber echt, es ist 5 Bände. Es ist 5 Bände von einem Buch. Es ist 5 Bücher und eine Titel. Ja? Und deswegen 5 Bücher Moses, es sind Bücher. Es ist keine lyrische oder romantische Bezeichnung.
es ist tatsächlich historische Bezeichnung. Ja, nur eine gewisse Geschichte. Jetzt ist es 5 Büchern, sieht aus wie 1. Also das wollte ich nur sagen, dass die Tora ist schon 5. Also wir sind mit 19 weiteren Büchern geblieben. Also gehen wir weiter die Rechnung. Also ja, Genesis, Exodus, Leviticus, nur Numeris, Deuteronomius. Jetzt die zweite Teil von Heiligen Schriften, der heißt Propheten. Ja, von Tanach. Ja? Tanach, Torah. En, es ist Nevi'im, Propheten auf Hebräisch. Mhm. Und die haben folgendes Büsche. Joshua, 6. Ja? 7, Shoftim, die Richter. Ja? Buch die Richter. Das kennen Sie natürlich. 8, Schmuel, Prophet Samuel. Jetzt ein Stopp. Wir kennen uns von ausgedruckten Büchern. Das gibt es Schmuel 1 und Schmuel 2, die römische, ja, Buchstaben. Mhm. Kennen Sie? Also das ist eine, es ist eine, sagen wir, jüdisch-methodische Teilung. Natürlich tatsächlich ist ein Buch. Nur was? Schmuel 1, römische, das ist der König Saul. Und Schmuel 2, das ist König David. Also das ist eine Zeitteilung, sozusagen, ja? Aufgrund verschiedener Zeiten. Aber wieder Samuel, Schmuel, das ist ein Buch. Ja? Noch eine Bemerkung. Beim Christen ist es mehr verteilt. Das heißt, wir treffen, dass es gibt auch Samuel 3 und 4. Kennen Sie? Lateinisch. 3 und 4. Auch beim Könige, und auch bei noch einige Bücher. Sie haben andere Teilung. Wieder, das ist eine methodisch thematische Teilung. Ja, es ist nicht tatsächlich. Okay. Also tatsächlich wieder Schmuel, das ist die Buch Nummer 8. Nummer 9, das ist die Könige. Ja. Und wieder, beim Juden ist es nur 1 römisch oder 2. Beim Christen, das weiß ich definitiv, gibt es auch 3 und 4. Also in meinen Bibeln waren da keine 3 und 4. Ich hatte nur immer 1. und 2. Könige. Das heißt, Sie hatten protestantische Bibel. Nein, auch. Katholisch? Soll ich schauen? Ich hab irgendwo noch eine katholische Bibel rumfliegen. Es ist ganz, ganz bekannt, dass Sie ich die gleichen Texte verteilen zu 4, aber wieder verschiedene Kirchen. Also, Sie haben zuerst 1 und 2, das ist jüdische Teilung. 3 und 4, es ist nicht jüdische Teilung. Für uns ist es egal. Ja? Das ist das gleiche Buch, du kannst ihn teilen auch für 20. Es ist egal. Ja? Das, was wichtig ist, ist der gleiche Text. Ja? Also bei Juden es ist Könige 1 und Könige 2. Was ist der Unterschied? Die erste Könige und die letzte Könige. Natürlich. Also die erste Könige, das ist vom Salomo. Ja? Ich habe gesagt, Schmuelbuch, das ist erste zwei, König Saul und König David. Und vom dritten König bis letzte, das ist die Könige zuständig. Ja? Also, oder andere Verteilung, die erste Propheten und die letzte Propheten. Die erste Propheten, das sagen wir Nathan, ja, und so weiter. Die letzte Propheten, das ist Ischajau, Ichäskel, Jirmiau, ja. Und sie waren am Ende. Also, das ist die Gründe für jüdische Verteilung. Es ist innere Verteilung für 1 römische und 2 römische. Gut. Das ist durch die Könige, wie gesagt, Nummer 9. Nummer 10, die große Propheten, Ischajau, Isaiah. Nummer 11, Jeremiah, Jeremia. Nummer 12, Jeskel. Was heißt die große Propheten?
Sie waren was, 2,20 Meter Basketball gespielt? Was? Was sind haben, die längsten, haben die längsten Bücher geschrieben. Wir haben auch die sogenannte kleine Propheten, bald. Was heißt klein? Es waren Zwerge, was? Sie waren bis 1,80 Meter, was? Was ist diese zwei Titel, klein und groß? Was denken Sie daran? Ja, das ist die Länge der Bücher. Also die kleinen richtig. Propheten, die waren vielleicht richtig. Schreibfaul. Das ist richtig. Ich habe das schon gesagt, ja, früher. Die großen Propheten, sie haben viel Text. Die kleinen Propheten haben wenige Text. Das ist nicht die Deutung, nicht die Wichtigkeit und nicht die physische Größe. Das heißt, die Ishajahu hat 66 Kapitel. Ja? Jeremia und Jeskel haben jede über 40 Kapitel. Es ist viel Text, ja? Viel Material. Die kleinen Propheten haben deutlich wenige Kapitel. Die klassische, die kleinste Prophet ist wer? Jona. Nein, Jona hat 4 Kapitel. 4 Kapitel. Ovadia. Ah. Ovadia hat Kapitel 1. Mhm. Keine 2. Also das ist die Minimum für Buch ist ein Kapitel. Also unsere Erzählung heute ist ein Kapitel, ist kein Buch. Aber doch, nach bald wir reden, wer hat das entschieden? Das ist ein Buch. Also, die Buch Nummer 13 heißt Treasar 12 kleine Propheten. 12 kleine Propheten. Oder kleine Propheten auf Hebräisch, Nevi'im Ktanim. Oder Treasar 12. Noch kurzer. Ja? Also, eine Bezeichnung: 12. Das ist 12 kleine Propheten. Nach jüdischer Zählung ist es ein Buch. Wir sehen bald beim Katholiken, es sind 12 verschiedene Bücher, unterschiedliche. Das für groß die katholische Zahl ganz, ganz wichtig, deutlich. Also, die 12 Propheten, es ist 13. Buch. Okay, muss man die Namen sagen, zum seinen Respekt. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nachum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zecharia, Malachi. Das ist die 12 Namen. Die letzten 3 von dieser Liste, Haggai, Zecharia, Malachi, wurden die letzten Propheten überhaupt. Chronologisch. Sie waren am zweiten Tempel schon, nicht am ersten. Und sogar nicht die erste Generation, sondern zweite. Okay? Also, wir reden bald über die Chronologie. Bald. Also, kurzer Rückblick. Erste 5 Bücher, es ist Torah. Dann Propheten, 6 Joshua, 7 Shoftim, 8 Shmuel, 9 Könige, 10 Ishajahu, 11 Jeremiah, 12 Jeskel, 13, die Buch 13, Treasar, 12 kleine Propheten. Jetzt kommen wir zum Ktuvim, die, wie sagt man, schreiben auf Deutsch, Tanach, Kaf, Torah, Propheten, wie heißt die dritte Teil, schreiben nicht? Schriften vielleicht? Schriften, Schriften, genau, Schriften. Schriften, also Schriften. Okay, Schriften, es ist etwa interessant, aber anderes. 14 Psalmen. Buch Nummer 14 Psalmen. 15 Mishlei, die Aussage von König Salomo. Mhm. Kennen Sie? Ja, die Sprüche heißt es bei uns. Sprüche, ja, ist richtig, Sprüche. Wir sehen, bald gibt es noch Bücher für König Salomo und noch mehr bei christlichen Versionen, die nicht kanonische Bücher. Mhm. Also Mishle, genau, das ist Sprüche. 16, Job. Kennen Sie Job? Mhm. Arme wie Job? Ja. Kennen Sie? Ja. Kennen Sie dieses Sprichwort? Arme wie Job? Nee?
Arm ja, klar, Arm Es ist eine Bezeichnung, ja, er war so arm, alles war kaputt. Er hatte ganz ruhige und gute Leben und plötzlich am einen Kapitel alles ist ruiniert sich. Und deswegen sagt man auf Hebräisch, auf viele andere Sprachen, auf Englisch, arme wie Job. Also, das heißt, kann man nicht miserabel mehr von Job sein. Ja? Die Kinder, die Frau, das Geld, das Haus, alles ist kaputt und gegangen. Das ist die Buch Job 16. 17 gibt es eine berühmte fünf Rollen. Kennen Sie? Fünf Rollen? Nein. Sie kennen. Sie kennen. Okay, ich vorlese die Namen. Lied die Lieder, Ruth, Echa, Kohelet, Esther. Sie kennen diese Namen, ja? Sie bezeichnen im jüdischen Tanach als Megillot, Rollen. Ach. Okay. Und sie sind fünf in der Zahl. Diese fünf vorlässt man auf wichtige Feste, jüdische Feiern. Sie kennen das, ja? Also, Shira Shirim, Lieder, Lieder, lässt man ja? Vor Shabbat. Okay, und dann liest man Lied die Lieder auf Pesach, Shabbat Pesach. Das ist ein sehr, sehr berühmter Text. Die Liebe zwischen junge Mann, junge Frau, richtig? Es ist falsch. Nach jüdischer Wahrnehmung ist es Liebe zwischen Gott und jüdischem Volk. Es ist eine Metaphor. Es ist eine Metaphor. Okay? Also, das ist Lied die Lieder. Das ist Nummer 17. Ruth. Ruth, Rolle, Jurgeschichte. Ja, Shavuot. genau. Das ist Shavuot, richtig. Genau. Dann ist es 17, 18. 19, Echa. Jeremiah, Klage der Prophet Jeremiah. Kennen Sie? Also, das ist Ja. Prophet Jeremiah geschrieben. Es ist sein zweites Buch. Dann liest man am 9. Av. Ja, am traurigste Tag im jüdischen Kalender. Und das ist Echa, hebräischer Name, lateinischer Name, deutscher Name, ja, Klage der Irmiau. 20, Kohelet, Ekklesiast. Ich bin Kohelet, der König in Jerusalem. Ja. Das ist auch ein Buch von König Salomo. Der nennt sich unter anderem Namen Kohelet, Ekklesiast. Das ist dieselbe Mensch. Die Leute, auch heute, auch dann, hatten viele, viele Namen, mehr von eins. Wir haben uns Vorname, Nachname, ja, Name des Vaters, Name des Mutter, Spitznamen und so weiter und so fort. Also jeder von uns hat viele Namen, richtig? Die König Salomo auch, keine Ausnahme. Also sein Buch, Ekklesiast, Kohelet auf Hebräisch, das ist Nummer 20. Dieses Buch lässt man am Sukkot, am Shabbat Sukkot. Okay, also Shir HaShirim, Lied die Lieder, liest man am Shabbat Pesach. Und Kohelet Ekklesiast umgekehrt, halbes Jahr später, am Shabbat Sukkot. Die Buch 21, Esther-Rolle, das kennen Sie, wann lässt man der? Purim. Richtig. Also, es ist nicht gleich diese fünf Rollen. Also einige am Schabbat, einige am Trauertag, einige am Fest, Feier wie Purim, aber doch diese Rollen vorlässt man jedes Jahr in gewisser Ordnung. Und diese fünf Rollen, fünf nicht so große Bücher, sie gerechnet als fünf unterschiedliche Bücher. Ja, 17, 18, 19, 20, 21. Okay? Nach dieser Rechnung 24 heilige Bücher von Tanach. Und jetzt die Ende. 22, 22 Daniel, Prophet Daniel,
Das kennen Sie natürlich. Gibt es riesige Streit von christlichen Kirchen und uns. Was hat Daniel gesagt? Wo? Sogar welche? Wie viel Kapitel hat dieses Buch? Bei uns, Daniel hat nur wie viel? 12 Kapitel. Weiß ich nicht. Weniger, ja. Nein, es ist nicht weniger, es ist Norm. Beim Christen manchmal gibt es mehr. Wie viel haben die Katholiken, Protestanten? Kennen Sie? 14. Noch 2 Kapitel. Okay. Daniel hat, glaube ich, sogar noch eigene Texte in der katholischen Kirche. Das ist ein bisschen länger. Es ist noch andere, nicht kanonische Bücher. Wir reden bald. Also gibt es natürlich Fälschungen. Nur zu sagen, dass wenn es ist etwa wichtig, dass es immer Streit. Sind Sie verstanden? Mhm. Das heißt, die christlichen Kirchen alle und am ersten Linie die katholische, sie wollten quasi prüfen, dass was umgeht über die Jesus aus Nazareth, es steht im Daniel, die alten Propheten vorgesehen und vorgesagt und so weiter. Ja, es ist natürlich nicht so. Ja? Und sehr, sehr besondere Bemühungen wurde im Danielbuch investiert. Wir reden darüber. Okay, also Buch 23 heißt Ezra. Es ist schon zweite Tempel. Ja, es ist schon zweite Tempel. Das heißt, die Jesaja war am Ende letzte Generationen von erste Tempel. Jeremia hat die König Salomo Tempel überlebt. Hezkel hat gelebt zwischen zwei Tempeln. Hezkel, der Prophet, hat in Babylonien, im Exil, im Irak gelebt. Und dann, zweite Tempel, es ist die Ezra-Buch. Ezra war ein politischer Führer und auch Prophet. Und auch Prophet. Das Buch hat auch beim Juden manchmal genannt als Ezra und Nehemia-Buch. Mhm. Nehemia war noch ein Führer dabei. Und, aber wieder, es ist eine methodische Teilung wie Könige 1 und 2. Also tatsächlich der Buch, offizielle Name Ezra-Buch. Mündlich vielmal versprochen als Ezra und Nehemia-Buch, das ist das gleiche Buch, die gleiche Text. Und das letzte Buch, 24, der heißt, nun, wie heißt das letzte Buch? Die Chroniken. Mhm. Ja? Auf Hebräisch, Divrei Hayamim, Chroniken, ja. Gibt es auch einen griechischen Namen, Paralemenon, also eine griechische Bezeichnung für die gleiche, Chroniken. Okay, die Chroniken, das ist ein parallele Buch zum Könige, aber nicht nur. Er fängt sich an von Bereshit, von Schöpfung der Welt. Ja? Also die ganze Geschichte, dieses Buch bedeckt, vom ersten Adam durch die Torah-Geschichten, Moses, Joshua, Richter, Könige und beendet am Anfang zweiten Tempel. Gut. Jetzt über die einige wichtige Punkte im jüdischen Tanach. Erstens, die bekannte Regelung, die Ebenezer schreibt, en mugdam u muchar bi Torah, gibt es nichts frühere oder spätere im Torah. Das ist die wörtliche Übersetzung. Das heißt, die Torah ist nicht chronologisch. Das ist die Deutung. Das heißt natürlich, die Schöpfung der Welt, der erste Adam, er war vor Noach und vor Moses.
Aber dann die Geschichten, die jüdischen Geschichten, ja, die passieren im Wüste und noch später, ist es nicht chronologisch. Und dann, sie manchmal lesen, diese Wochenabschnitt, schreibt Rasche, wurde früher passiert, diese Text früher gehabt. Diese Geschichte hat später entwickelt. Ja, also Torah generell vom Wüstewanderung, das heißt vom Mitte Exodus-Buch, ist nicht chronologisch. Von Anfang bis 10 Gebote, Torah ist chronologisch. Von 10 Geboten weiter, Torah ist überhaupt eine methodische Buch. Dann die zweite Teil, die Propheten, ja, von Joshua bis die letzte kleine 12 Propheten, dieser Teil ist chronologisch. Und das ist die wichtigste Regelung. Das heißt, Joshua war nach dem Moses und von Richtern. Die Richter waren nach Joshua. Die letzte Richter war Schmuel. Okay, nächste Buch. Nach Schmuel, das ist die Könige. Saul, David, Salomo. Ja, und so weiter. Und dann die Propheten. Joshua war vor Irmiau. Irmiau war vor Jeskel. Auch diese 12 kleine Propheten, sie gehen in Ordnung, genau wie haben sie gelebt. Das heißt, Hoshea war die erste und Haggai Zecharia Malachi die letzte. Jetzt ein wichtiger Punkt. Die letzten drei Propheten, Haggai Zecharia und Malachi, von die 12 Kleinen, sie haben sehr, sehr geprägt Judentum und nämlich Tanach. Wieso? Die Antwort ist einfach, sie waren die Letzte. Danach war keine mehr Propheten. Jetzt, wir reden über die Kanonisierung. Kennen Sie den Begriff? Ja. Okay, es klingt lateinisch. Es ist richtig lateinisch. Es ist kein jüdisches Wort. Sagen wir so, Kanonisierung ist Standardisierung. Das heißt, es ist ein Bescheid, was ist wichtig und was ist nicht. Was ist heilig und was ist alltäglich. Was ist Prophezeiung und was ist nicht Prophezeiung. Dieser Prozess vom Nachdenken und Überprüfung und Wiederprüfung, was ist heilig, was ist nicht, hat sich hunderte Jahre gedauert. Das heißt, über zwei, sogar etwa 300 Jahre. Das heißt, wir sehen die Zeichnungen schon vom König Hiskiau. Sie haben anzufangen, die sammeln die Texte und entschieden, was ist wichtig, was ist nicht. Zum Beispiel, die Talmud erzählt, dass am Anfang die jüdischen Weisen, wollten nicht die Bücher von König Salomo und König David ins Tanach mitbringen und kanonisieren. Nämlich, sie haben die Meinung, dass diese Bücher sind wichtig, aber nicht heilig. Gut, aber nicht Prophezeiung. Die Weisen haben gesagt, diese Bücher sind eigene Weisdom für diese Menschen. David und Salomo. Im Gegenteil, dem Buch von Ben Sira, kennen Sie Sprüche von Ben Sira? Ja. Sehr, sehr wichtiges Buch nach christlicher Wahrnehmung, weiß nicht wieso. Im Gegenteil, dieses Buch Ben Sira wurde erzählt als ein prophezeiisches Buch, das soll ins Tanach sein. Das heißt, wir reden über die Halbfinale.
Ich immer rede mit Schülern über diesen Kanonisierungsprozess quasi im Eurovision-Begriffe. Es ist mehr stufende Konkurrenz, ja, Prozess. Das heißt, am Anfang ist es Nationalfinale und dann Halbfinale und dann Finale und dann die Sieger. Okay. Also in diesem Sinn, die König Hiskia und seine Partei, so ist der Begriff im Talmud, die Rabbiner und Weisen von seiner Dimension, auch die Propheten, das ist die Partei. Sie waren schon quasi eine nationale Ebene, die erste Stufe. Wir sammeln alles und sagen, mindestens alle diese Texte sind wichtig. Und dann schon zum Ende der ersten Tempel, das heißt, reden wir über Irmiau, die Prophezeit, das ist schon quasi Halbfinale. Und die Finale, das ist die Haggai, Zechariah und Malachi, die letzten Propheten. Also das natürlich auch Ezra und Nehemia, noch zwei. Aber sie waren eine Generation vor. Und wir sehen, dass gibt zwei unterschiedliche Meinungen. Die Weisen und die Propheten. Die Weisen, die Weisen, Rabbiner haben gesagt, Ben Sirah. Die Propheten haben gesagt, König David, König Salomon. Wer hat gewonnen? David und Salomon. Die Propheten. Okay. Also wenn es geht um Diskussion zwischen Rabbinern, die gleiche beide Seiten, die Weisen, das ist was anderes. Aber alle erkennen, du kannst nicht diskutieren mit Prophet. Er ist Prophet. Okay? Es ist die gotteste Meinung. Ja? Also die Propheten haben ganz umgekehrt entschieden. Ben Sirah raus, Psalmen, Sprüche des Salomo und Ekklesiast drin. Okay? Das sind dramatische Dinge, das Talmud erzählt. Das ist sehr, sehr wichtige Regelung. Ja? Das haben wir. Dass die Propheten, sie waren ultimative Autorität und absolute Bescheid im jüdischen Volk. Auch administrativ, auch politisch, auch religiös, auch theologisch, auch halachisch, alles. Auf jedem Sinn. Klar, ja. Also, deswegen, die Ben Sira hat reichen Halbfinale, aber scheitert zum Finale. Also, sozusagen, danach ist es Finale. Final Stage. Gibt es keine Gewinner. Ja, also alle, die sind im Finale, die sind heilige Schriften, die sind Tanach, die sind Gottes Wort. Die Deutung von Gottes Wort ist nicht nur von wer ist der Autor, sondern dass jede Buchstabe ist heilig und wichtig. Und das ist die Idee. Im Gegenteil, in anderen Büchern, wie Ben Sira, einzelne Buchstaben oder einzelne Worte oder Absätze nicht so kritisch wichtig. Und deswegen, Sie kennen die Halacha, dass die Torah-Rolle, dann fällt eine Buchstabe, die Torah-Rolle ist nicht koscher, nicht gut. Dieselbe gilt für alle anderen Buchstaben. Das ist ganz gleiche Regelung. Und diese Regelung begründet, dass es alle diese Texte sind, die gehören zum Gott und jede Buchstabe deutet etwa. Wer einmal als Purim kommt, ist relativ bald, okay, dieses Jahr ist es 3 Monate, also ein bisschen später, aber doch, es ist Frühling. Ich zeige euch, dass die Nürnberger Prozess mit nazischer Verbrechung steht im Esterrolle. Kennen Sie diese Geschichte?
Ja. Ich zeige mal mit Buchstaben. Mit Buchstaben. Ich zeige euch auf Hebräisch. Okay? Dort gibt es große Buchstaben, die reden über die nazische Verbrechen. Okay? Und das ist der eine kleine Beispiel, warum diese ganze Tanach, diese ganze Texte, diese ganze 24 Bücher sind kritisch wichtig für uns. Warum? Weil sie, diese Bücher, reden nicht nur über die Vergangenheit, sie reden auch über die Zukunft. Das ist die Bedeutung Gottes der Bücher. Es ist nicht nur wer der Autor für diese Bücher, sondern sie sind auch aktuell und repräsentativ und führend für uns auch in Zukunft. Das heißt jetzt. Zukunft von dann. Von der meiligen Zeit. Gut. Jetzt die eine wichtigste Regel über die, diese Bücher. Warum Ben Sirach hat gescheitert zum Finale und Psalmen und Sprüche des Salomo und Qohelet doch erfolgten, die Finale schaffen. Sie kennen natürlich dieses Thema des Todesmeer-Rollen und so weiter. Gibt es viele Gerüchte, viele Sensationen? Oh, gibt es noch die Bücher? Gibt es noch die Rollen? Im Psalmenbuch von Esem, sie hatten 200 etwa Psalmen. Kennen Sie? Es ist, sie haben mehrere Psalmen. Gibt es auch in die Klammern, beim christlichen Psalmen, es ist 151 Psalmen. Beim jüdischen 150. Das sollen Sie kennen, das ist wichtig. Als wir uns sagen, Psalm Nummer so, es ist nur nach jüdischer Teilung. Gibt es plus minus eins zwischen jüdischen Psalmen und christlichen Psalmen? Ich glaube, dass ein Psalm ist geteilt. Genau. Die eine erste Psalm, 8. oder 10. etwa so, er ist geteilt. Und dann die Konsequenz, es ist plus eins. Das ist bei uns 119, im Christentum ist 120 und so weiter. Verstehen Sie? Und das ist ganz von Anfang. Es ist eine erste Psalm geteilt. Ich weiß nicht wieso, mir ist es egal. Aber es ist riesige Probleme für die Leute, die haben keine jüdischen Psalmen und sie vorlesen nach christlicher Verteilung. Das ist falsch, plus minus eins. Verstehen Sie? Okay, aber das ist im Deklam. Die wichtigste Dinge, ja, also gibt es viele Sensationen, das lesen Sie oder lesen nicht, das ist egal. Die Bücher, es sei der Prophet hat mehrere Kapitel. Die bösen Rabbiner haben gedeckt die Wahrheit über die weiß nicht was. Und solche Art der Sensationen. Genau dieselbe, die Christen sagen. Die Daniel, der Prophet, hat 14 Kapitel. Die bösen Rabbiner haben gedeckt. Die entschiedene Kapitel, 2, 13 und 14. Das ist die gleiche Welt. Verstehen Sie die gleiche Idee? Okay. Jetzt ich beantworte. Ganz einfach. In einer Tanach von der Schule von meinen Kindern steht, es waren 66 Propheten und 8 Prophetinnen. Okay? 66 8, Propheten, die Männer, und 8 Prophetinnen, die Frauen. 8 Frauen, die wurden Propheten. Okay. Kennen Sie? Ich glaube, Miriam. Ist egal. Sarah. Ist egal. Ja. Egal, nur die Idee. Ja?
Also gibt es sowieso Propheten. Das ist ein Zahl. Ja? Manchmal die Prophet hat viel, viel, viel gesagt, wie Jesaja. Und manchmal der Prophet hat gesagt, deinem Satz oder deinem Wort. Ja? Mhm. Und noch dazu, das ist nur die Leute, die können die Namen identifizieren und sagen, Sarah, sie haben gesagt, Miriam, Esther, alles gut. Es ist richtig, alles richtig. Kennen Sie die Realität, dass es wurde tausende Propheten? Millionen, habe ich gehört. Millionen nicht, aber tausende, ja. Mhm. Es steht im Königebücher, das wurde die Schüler von Propheten. Die Schüler. Nicht eine, mehrere. Die Leute wurden sich zu prophezeien und akzeptieren, haben dort gelernt. Steht mehrmals, mehr von eins. Lesen Sie in die Eliyahu in Elisha die Zeit. Okay? Wenn so, wenn es wurde tausende Propheten, wo sind die Bücher? Von diesen Propheten. Die haben nichts aufgeschrieben, was für uns heute gilt. Das galt für die Zeit damals, aber für uns hat das, was Sie gesagt haben, keine Relevanz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, es kann sein, sie hatten die Bücher. Die wurde ausgeschrieben auch. Aber diese Bücher hat uns nicht erreicht. Tatsächlich. Es kann man verlieren mit der Zeit. Es kann passieren. Und schon Talmud erkennt diese Situation, dass einige oder viele Bücher sie verlieren mit der historischen Entwicklung. Und dann Talmud sagt, die Regelung, was ist aktuell und wichtig für zukünftige Generationen werden, diese Bücher hat uns erreicht und nicht verlieren. Was ist wichtig nur zu seiner eigenen Zeit und hat uns nicht erreicht und verlieren, weil wir brauchen das nicht. Es ist nicht relevant, nicht aktuell. Okay? Das ist die Antwort, was haben getan und gesagt diese tausende Propheten. Sie haben gesagt, etwa aktuell zu nur seinem Zeit. Das heißt, die echte Prophezeiung spricht ihm gleichzeitig in mehrere Zeiten. Gleichzeitig in einem Zeit und noch zukünftige Zeit. Ja? Und das ist die Antwort. Warum gibt es vielleicht mehrere Psalmen, mehrere Isaiah Kapitel, mehrere Daniel Kapitel und so weiter und so fort. Es kann sein, das ist richtig. Es kann sein. Aber es ist nicht echte Prophezeiung. Es ist etwa zeitlich zum damaligen Zeiten und nicht mehr. Und das war genau die Kanonisation. Sie sollen als Propheten entschieden, wie viel Kapitel Buch Daniel enthält. Es kann sein, er hat 70 oder 170 Kapitel gesagt. Es kann sein. Wir kennen uns, dass die Propheten hatten mehrere Ausgaben. Die Leute kamen zum Prophet, fragen, wo ist meine Schafe? Kennen Sie die Geschichte von Samuel Buch? Die Leute kommen zum Prophet, Schmuel, und fragen, wo ist meine Schafe? Der Prophet sagt, geh da und da, und dort findest du. Das ist klassisch. Der Prophet hilft auch im ganz normalen Leben und unsere erdlichen Probleme. Es ist schon. Mhm. Und deswegen kann sein, diese tausende Propheten hatten sich herausgefordert mit solchen Fragen. Und deswegen seien die Bücher reden über die damalige Zeiten, damalige Probleme. Die sind dann sehr, sehr wichtig. Für uns ist es überhaupt nicht interessant. Und trägt keine Deutung und noch mehr keine religiöse Verpflichtung. Verstehen Sie? Mhm. Deswegen, für uns ist es ganz egal, wie viel Kapitel
hat diese oder andere christliche Version von unseren Propheten. Mhm. Weil wir haben diese Kanalisation von echten Propheten, von bekannten Propheten. Sie wussten mit diesem prophezeischen Spirit, was ist wichtig und was ist ewig. Und alles andere, okay, es ist anderes. Oder ja oder nein. Oder Fälschung oder nicht. Auch wenn es ist nicht Fälschung überhaupt, dann ist es mindestens nicht aktuell. Und wir sehen uns klar, dass diese 13. und 14. Kapitel von Daniel Prophet ist Fälschung. Punkt, eindeutig. Es ist nicht sein Stil und so weiter und so fort. Er hat überhaupt anderes geredet. Die Prophet Daniel hat auf Aramäisch geschrieben, seinem Buch. Und diese 13. und 14. Kapitel ist auf Hebräisch. Das heißt, jemand, der könnte keine Aramäisch, hat das auf Hebräisch geschrieben. Klare Fälschung. Okay? Also, was ist wichtig, wollte ich sagen, dass diese Kanonisierung, es ist nicht etwa zufällig. Es ist Dinge, die geprägt unsere Tradition und unsere Texte und unsere Denken und wie denken wir tausende Jahre danach. Ja? Und was ist drin? Das ist echte Prophezeiung, wo jeder Buchstabe kritisch ist. Was ist nicht drin? Ist interessant. Aber es ist Halbfinale. Die Bücher, die sind auf Statut Halbfinale, heißen, wissen Sie wie, auf Griechisch, sie heißen Apokryphe. Kennen Sie den Begriff? Ja. Apokryphe, die sind genau die Bücher, die keine heilige Status bekommen. Sie sind wichtig, aber nicht heilig. Und das ist genau der Begriff. Auf Hebräisch, das heißt, Farim Chitzonim, die äußere Bücher. Die äußere, das Halbfinale, sind nicht drin, sind raus. Und dort befinden wir Ben Sira Buch. Der hat gescheitert. Gut. Also, ich denke, wir stoppen jetzt mit Kanonisierung. Und das ist ein wichtiges Thema, weil. Nächster Unterricht, ich gehe weiter. Es muss man ganz, ganz gut verstehen, dieses Thema. Und deswegen, mich erschüttert keine neue Entdeckung, oder ja oder nein, beim Zeitungen. Oder, gibt es noch Einzahlen? Gibt es noch, weiß nicht was. Ja? Es kann sein. Es kann sein, echt, kann sein nicht. Was wichtig ist, was müssen wir, haben wir schon. Das ist danach, in der Bibel. Ja? Alles andere, es kann sein, archäologische Entdeckung. Wir mögen das. Aber es wird genau im Statut wie Ben Sira Buch. Wichtig, aber nicht mehr. Interessant, aber nicht mehr. Und deswegen unsere Verhalten, wir sehen uns nächsten Unterricht zum Makkabim Buch. Das ist der erste Punkt zum diesem Unterricht. Ein interessantes Buch, wichtiges Buch, aber nicht mehr, nicht heilig. Ja. Gut. Dann, wir stoppen uns jetzt. Nächste Woche ist es Dienstag. Ich denke, ich bin unterwegs an diese Zeiten. Probieren wir uns am Donnerstag, Mittag. Moment. Donnerstag genau. Ich muss da leider arbeiten. Okay, weil ich bin sicher, aber dass das nächste Woche diese Zeit kann ich nicht. Diese Zeit, Dienstagabend, bin unterwegs. Okay, wir reden uns darüber, ja, wann wir. Ja, vielleicht noch eine Woche, aber dieses Thema ist ganz, ganz wichtig, weil sie teilweise kommen von christlicher Herkunft und muss man verstehen, was ist der Unterschied zwischen unseren heiligen Büchern und den christlichen heiligen Büchern. Ja? Ja. Und genau bezüglich auch für Chanukka. Ja, für diese Makkabim. Und noch. Okay, ich denke, es ist mehr begeistert von Würmern und Fliegen. Ja.
Ich identifiziere. Ja, das ist total interessant, danke. Genau, genau. So, dann, wir setzen uns Verbindung. Nächsten Dienstag 100% kann ich nicht, aber wir reden dann. Wann. Gut? Gut. Gut, okay, also, vielen Dank. Danke. Ja, danke. Wir fortsetzen, weil das ist ein kritisch und wichtiges Thema. Ja. Danke schon. Dankeschön. Ja, schönen Abend an alle. Schönen Abend, hallo. Hallo, wiedersehen.